So, wir machen heute unsere Karriere weiter mit dem nächsten Rennen. Und zwar haben wir heute das Ding vor, nämlich dieses Fat Lazy Two Street Cup. Ja, machen wir das heute. Fangen wir das heute an. Und ich fahre wieder mit meinem. Ja, ist, denke ich mal, am besten, nämlich mit dem Subaru. Oder mit dem Audi? Ne, ich fahre mit dem Subaru. Das ist mir gerade ein bisschen lieber. So, Startstellung steht. Gehen wir ran. Heute mit diesem Rennen hier. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, es wird interessant, Al. Wir fahren das erste Rennen Qualifying, das zweite Rennen fahren wir sowieso wieder umgekehrte Reihenfolge. Kennt da, ne? Leute, vielleicht sogar ein bisschen was längere Folge. Und an diesem Dienstag. Wir fahren auf jeden Fall, um zumindest noch mal ein bisschen den Kurs kennenzulernen. Ist keine Garantie, dass wir das Ding jetzt hier in der Weltklassezeit raushauen. Vorsprung haben wir auf jeden Fall deutlichen. Relativ guten Vorsprung sogar. Ne? 6,2, der Vorsprung ist wächst und wächst und wächst. Und jetzt geht es Richtung Ziellinie. Reicht das für P1? Ja, aber ja. Reicht es. Doppelführung für unser Team. Aber weiter ist unser Teamkollege. Ja, wunderbar. Geht doch gut mal los heute. Nur so nebenbei. Es wird wahrscheinlich die nächsten Tage keine Pokémon-Folge Space Game. Grund ist einfach, dass meine Docking-Station von meiner Switch den Geist aufgegeben hat. Das heißt, ich kann momentan nicht aufnehmen. Muss mal gucken, dass ich mir alle besorgt bekomme, wie schnell das geht. Kann ich euch nicht sagen. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Hier sind wir nun. So, und jetzt soll es zu Grid. Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, dass die Fahrer einen weiten Weg hinter sich haben. Und ich meine nicht die Anreise, sondern wie sie sich ihren Platz hier verdienen mussten. Und los geht's. Jetzt steht die Startstelle wirklich. Wir stehen, wie gesagt, P1 vorne. Ich frage mich, wie viele Runden das sind. Um 16 Fahrer. Viel Glück, Partner. Danke. Und er hat sogar viel Glück gewünscht. Mal ein bisschen absetzen können, wir beiden hier vorne. Ich glaube, das ist ein bisschen angeheckt, ja? So, aber 3. Okay. Und die erste Runde gehen wir schon mit einem kleinen Vorsprung wieder an. Tolle erste Runde. Du bist nicht. Wir können schon mal wieder weiter absetzen. Das ist immer gut. Yeah.
Ja, was wir verloren haben, Mark. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Schön, um die Ecke da umgedrückt. Nach der Karriere hier geht es weiter mit Assetto Corsa dann. Da der Karriere, aber da haben wir noch ein bisschen zu tun. Konzentrieren wir uns und gewinnen dieses klasse Rennen. Yes! $140.000 haben wir verdient. Und das war der erste Rennen. Wir haben, glaube ich, noch zwei Rennen. Ne, drei Rennen. Vier insgesamt. Also heute ein bisschen was mehr. Eieiei, Katze. So. Nächste Rennen. San Francisco. So, das Rennen fahren wir jetzt in umgekehrten Reihenfolge. Okay, viel Glück. So, den ersten. Ein bisschen konzentrieren gerade, weil das nicht gerade ganz einfach ist, hier durchzufahren, das Feld. Scheiße, schön den Platz wieder verloren. Sein Runde 2 etwas schneller. Wir sind weit hinten. Ich bin auf Platz 11 schon mal. Also viele Möglichkeiten haben wir gar nicht hier zu holen. Entschuldigung. Der hat sich zwei schön ineinander verkeilt und schenkt uns so den 10. Platz. Den Audi da vorne will ich noch überholen. Letzte Runde. Lass uns aus der Mitte rauskommen. Nein! Und in dem Moment dreht sich die Karre noch weg. In dem Moment dreht sich mein Auto noch weg und ich bin nur 12. Ich glaube, ich bin auf die Handbremse gekommen oben.
Oh nein, den hätte ich auch gehabt wahrscheinlich mit dem Speed. Oh, ist das ärgerlich. Ach, scheiße. Ah, ärgerlich. Na gut, kann man sich erinnern. Ich glaube, ich bin auf X gekommen und da ist die Handbremse drauf. Ach, scheiße, ist das ärgerlich. Ich wäre vielleicht sogar noch 9. geworden mit ein bisschen Glück. Weil ich war eigentlich gut dran an dem. Ich hätte vielleicht so auf der Geraden geholt und dann zieht mir da hinten das Heck weg. Na ja, gut, ärgerlich. Level 5. Nächste Rennen. Barcelona. Scheiße. Ist das ärgerlich? Ist das Ding ärgerlich? Das hätte man so gerne mitnehmen können. Ja, wir sind mit 12 da. Das heißt, wir stehen ziemlich weit vorne eigentlich. Oder? Stehen wir vorne? Ich weiß gar nicht. Den hätte ich so gerne mitgenommen, den Platz. Willkommen zum heutigen Event, das wohl recht gut werden sollte, Kristen. Was hat die Grid Worlds... Entschuldige, es ist direkt soweit. Ja, bestimmt wieder. Ja, auf 16, ja, doch. Scheiße, ey, das ärgert mich gerade. Das Problem ist, es ist ziemlich eng hier. Aber ich vermute, dass ich einfach auf die Handbremse gekommen bin. Dass ich mir selber... Aber es ärgert trotzdem. Ja, vielleicht mit ein bisschen Glück wäre Platz 9 nur noch drin gewesen. Und nicht nur Platz 12. So, jetzt sind wir ein bisschen im Schwung. Scheiße! Ah, Mann, es ist... Ja, das war's. Wir sind jetzt viel weiter vorne, wird es auf jeden Fall nicht gehen. Das hier ist deine Platzierung nach Runde 1. Lass uns etwas vorrücken. Würde ich ja gerne. Der Abstand ist aber richtig weit. Ich sehe dich fast gar nicht mehr. Ich komme aber auch nicht ran gerade, ne? Letzte Runde. Versuch einfach ins Ziel zu kommen. Ja, definitiv wird das der letzte Platz sein. Oh, P16, ey. Ich hab niemals mit mir gerechnet. Ich war so schön dran an dem Feld. Das war kein fantastisches Rennen. Das war einfach eine Katastrophe für mich. Das war schlecht, ey. Das war das schlecht. Jetzt müssen wir es tatsächlich im letzten Rennen irgendwie mal rausholen.
So, letzte Rennen. Havanna. Ja. Irgendwie müssen wir es jetzt wuppen, ne? Ich wundere mich, dass ich nicht vorne stehen darf, weil ich bin ja als Letzter geworden in dem Rennen. Na komm. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Ja. Was denkst du gerade? Das wird wohl noch einer. Auf. Okay, mach schön Druck. Versuchen's. Danke für schön in die Wand drücken. Ich habe gar nichts gemacht. Wir haben schön die Wand. Ich habe doch was abgeschossen hier. Jetzt bin ich sauer. 9. So, Platz 8 jetzt. Das ist der erste Runde. Also jetzt soll ich einfach zum Holen ziehen. Du hältst gut mit. Einfach zum Holen jetzt Feuer. Teamkollege. Ist mir scheißegal. Letzte Runde. Los jetzt. Machen wir ein paar Plätze gut. Dritter. Vorne werde ich wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Nee. Zweiter immerhin. Aber egal. Immerhin das noch. Schade, den hätte ich schön noch gehabt davor. 4 Sekunden. Ja, der ist mir schon weggefahren da vorne. So, reicht's für den Gesamtsieg sogar? Wahrscheinlich nicht. Doch, reicht. Gut. Dann mal als nächstes das Ding hier. Okay. Da fahren wahrscheinlich die beiden zusammen hier. Beim nächsten Mal dann.